Manuela von Body & Joy und ich zeige dir heute das Wichtigste bei der Benutzung vom Wadendehner. Stelle dich mit möglichst geraden Füßen auf den Wadendehner drauf, halte dich an etwas Stabilem fest, wie zum Beispiel ein Türrahmen oder Waschbecken etc. und richte deinen Körper schön gerade auf. Also nicht irgendwie so dastehen, sondern auch den Kopf gerade, die Schultern locker lassen und genieße so 2 bis 2,5 Minuten diesen Dehnungsschmerz. Ich sage ganz bewusst genießen, das ist wichtig, weil wenn du in dem quälenden Schmerzbereich arbeitest, dann spannt innerlich dein Körper dagegen und dann nützt das Ganze gar nichts. Also immer gut darauf achten, dass es ein Genussschmerz ist. Du kannst auch zwischendurch eine kurze Zeit in die Kraft gehen, in diesen 2 bis 2,5 Minuten. 3-mal würde ich das empfehlen, so 10 Sekunden. Dann streckst du die Beine noch mehr durch und drückst die Fußsohle nach unten. Du spürst die Kraft im Gesäß, in den Beinen und hältst diese Kraft für 10 Sekunden. Dann die Kraft wieder lösen, Gesäß, Beine loslassen. Und dann, wenn du merkst, dass der Dehnungsschmerz sich schon etwas beruhigt hat, dann kannst du ebenfalls schon nachdehnen oder auch schon eine Stufe höher stellen. Du kannst auch mit einem Bein in die Kraft, dann kannst du noch etwas intensiver rein, dann stellst du den anderen Fuß hinten auf die Kante, schön gerade stehen, nicht irgendwie so. Und so kannst du noch etwas mehr das gestreckte Bein dann diese 10 Sekunden runterdrücken. Dann wieder lösen und dann vielleicht schon wieder nachdehnen. Du kannst auch die ganze Rückseite mitnehmen, also auch deinen Rücken, indem du beginnen wieder bei der untersten Stufe, dich gerade draufstellst, den Oberkörper nach unten hängen lassen, alles hängen lassen, Kopf, Oberkörper, Arme hängen lassen und so 2 bis 2,5 Minuten genießen. Auch hier kannst du zwischendurch diese Kraft machen, mit den Beinen mehr strecken, Fußsohle nach unten drücken und dann die Kraft wieder lösen, dann kannst du gleich danach schon etwas nachdehnen. Achte noch darauf, dass du nicht schnell irgendwie runterspringst, halte dich immer fest und teste erstmal, ob deine Fußgelenke schon bereit sind, um dann nachher loszulaufen. Du wirst sehen, dieses Dehnen der Waden und der Rückseite der Beine ist eine große Erleichterung für deine Kniegelenke und es wird sich plötzlich viel, viel leichter anfühlen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dem Wadendehner von Body & Joy. Tschüss!